Immer wieder ereilt uns die Frage, Herr Gutsmann, wir haben bei unserer neuen Küche im Bereich der aufgesetzten Griffleiste Quellschäden und woran liegt das? Ja, woran das liegt, erkläre ich euch in diesem Video und ich gebe euch praktische Pflegehinweise, wie ihr das Ganze vermeiden könnt. Und dabei, wie immer, viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und damit die gute Küche auch lange gut bleibt, bedarf es der ein oder anderen Pflegehinweise. Und ganz speziell betrifft es heute der Umgang mit Fronten, mit integrierter Griffleiste, denn hier gibt es das ein oder andere zu beachten, was auch die Hersteller schon in ihre Pflegehinweise zur Küche auch mit eingearbeitet haben. Aber wir wollen einfach mal klären, warum kann es bei solchen Fronten mit eingearbeiteten Griffleisten zu Quellschäden kommen und wie kann man diese vermeiden? Ja, wie kommt es denn jetzt dazu, dass überhaupt hier ein Quellschaden entstehen kann? Im Prinzip ist das ganz einfach, denn die Front muss um die Höhe der aufgesetzten Griffleiste geschnitten werden. Der Schnitt bekommt dann noch eine Fräsung und dort wird mit etwas Leim die Griffleiste eingesetzt. Früher war das so, dass die geschnittene Kante nochmal versiegelt wurde zusätzlich. Das ist im Grunde von Sparmaßnahmen weggefallen. Ein Hersteller, Ballerina zum Beispiel, löst das Ganze anders. Dort wird die Front nach wie vor mit einer Dickkante wieder versiegelt. Das haben wir auch persönlich gesehen und auch ihr. Und dazu könnt ihr euch im Anschluss das Video, das Produktionsvideo von Ballerina Küchen nochmal anschauen. Also wir halten fest, wir haben eine geschnittene Front mit einer unversiegelten Kante. Da wird die Griffleiste eingesetzt in die Fräsung mit Leim. Der Leim ist wasserfest, aber Achtung, nicht wasserdicht. Und das ist genau der springende Punkt. Denn wenn ihr jetzt stehendes Wasser habt, das wird bei dieser Form der Griffleiste nicht passieren. Aber wenn wir über die Arbeitsplatte schauen, haben wir im Aufsatz, im Hängeschrankbereich die Kehlleiste oder die Griffleiste umgedreht und somit kann hier durch feuchtes Abwischen oder wie hier durch einen Dampfbackofen oder Dampfgarer oder Kaffeeautomaten Dampf aufsteigen, an der Front kondensieren und wir haben dann hier Kondenswasser, was auch stehendes Wasser ist und das stehende Wasser ist dann natürlich für den Leim das pure Gift und somit entsteht der Quellschaden. Ja, und was ist jetzt zu beachten bei der Pflege der Küche? Ganz einfach, wenn ihr mit euren Dampfgeräten gearbeitet habt, einfach nochmal hier in dem Bereich mit einem Küchentuch das Ganze trockenwischen oder wenn ihr eure Küche feucht gereinigt habt, dann einfach auch nochmal trocken nachwischen. Das ist das ganze Geheimnis und somit könnt ihr natürlich hier an der Stelle die Quellschäden vermeiden und habt lange Freude an eurer neuen Küche. Weitere interessante und hilfreiche Videos findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.